Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute wird es wieder Zeit für eine saftige Monkey Stew-Reaktion auf was ganz Neues. Normalerweise, ihr wisst, wir machen hier die Reaktion auf YouTuber-Insel. Auf erstmal einen Schluck, Leute. Aber heute geht es gar nicht um die YouTuber-Insel. Heute geht es nicht um Minecraft. Heute geht es nämlich um DSDS und ihr wisst, was das bedeutet, oder? Ich habe euch ja schon die ganze Zeit erzählt, Giannis ist einfach bei DSDS gewesen. Das wussten wir unter anderem, aber wir wussten zu dem Zeitpunkt ja alle nicht, wie weit wird er kommen, kommt er überhaupt weit. Und diese Reaktion werden wir uns jetzt nochmal richtig reinziehen. Falls ihr weitere Reaktionen haben wollt, wo ich unter anderem auf DSDS reagiere, dann lasst mich das mit einem saftigen Like wissen, schreibt es unten in die Kommentare. Und da würde ich mal sagen, starten wir mit dem Video, Freunde, oder? Let's go, ich bin schon geil. Ich habe das Video natürlich schon gesehen, ich weiß, was passiert. Aber, Freunde, ist ja nochmal cool, wenn wir das Video noch einmal uns angucken im Video oder im Stream. Ja, lass uns starten, Leute. Hello. Ein Pumper. Hä, wer ist denn das? Ja, warte mal. Ich kenn den. Kennst du den? Ich kenn den irgendwoher. Ja, komm mal näher, woher kennst du den? Der kommt mir bekannt vor. Ehrlich? Der kommt mir voll bekannt vor. Also, ich habe gestern schon das gesehen, ne? Der war richtig krass. Ist das wirklich der echte Keanu? Ich weiß es nicht. Oh. Ja, krass. Okay, ich bin gespannt. Ich glaube, ich habe die Hälfte wieder vergessen. Vielleicht habe ich mir das auch gestern eingebildet. Lass mal kurz gucken, was da alles passiert, ja? Okay. Erzähl ein bisschen was von dir. Aus Freunde, was geht ab? Freut mich, hier zu sein. Hier bei dem Ehrenmann Stew, Leute. Ballert mal fett die Likes hoch, Freunde, für so eine geile Aktion. Ja, ich bin gehypt. Ich bin auch gehypt. Wie oft haben wir uns das jetzt schon reingezogen? Oh, ich habe, ich sage ehrlich, gestern um 3 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens, glaube ich, schon so. Also ich sag euch, ich habe das auch schon so oft angeguckt. Aber Leute, jetzt hier nochmal die Reaktion mit euch zu machen, ist auch nochmal interessant. Da gehe ich nochmal auf die ganzen einzelnen Leute ein, was die unter anderem gesagt haben. Vielleicht sagst du auch noch was dazu, müssen wir gucken, was du halt sagen willst, ne? Ich war so nervös. So nervös. Ich bin Kampfsportler. Glaube ich dir vor allem. Ey Leute, ich weiß, ihr seid jetzt schon abgefuckt, aber ist halt so, ne? Wenn ihr das ganze Video richtig gucken wollt, dann geht rüber. Unten in der Videobeschreibung ist der richtige Link. Wir werden wahrscheinlich die ganze Zeit am Pausieren sein, weil wir so viel reden wollen dazu. Aber allein diese Vorstellung, dass du da sitzt, ne? Ich glaube, das können wir uns als normale Leute, die halt nicht mit Singen oder sowas zu tun haben, vorstellen. Aber du warst echt nervös, oder? Extrem. Du hast es aber gar nicht gezeigt. Das Ding ist, in so einem Moment kann, also wirklich, man ist so fokussiert, man sieht nichts, was drumherum passiert. Ehrlich, gar nichts. Das ist einfach nur heftig. Also für die Leute, die das anschauen, von außen, das ist wirklich extrem heftig. Ich bin, ich arbeite für TikTok. Also, was machst du bei TikTok? Wenn ihr ein Video beispielsweise uploadet, dann bin ich derjenige, der das nach den Richtlinien dann korrigiert. Ich hatte so oft Katjas Videos. Bro, guck mal, das Ding ist, hier hast du die direkt schon bekommen, weil die wussten, okay, scheiße, dann wird er direkt diese Videos sperren. Man muss auch sagen, jeder von denen, Dieter, Pietro, Katja und Leonie, die sind alle aktiv bei TikTok, ja. Vor allem Leonie, habe ich jetzt gesehen, die hat einen richtig krassen Zuwachs gemacht. Also das Management von ihr ist echt gut. Die macht echt viele Videos und diese Videos gehen teilweise auch viral, die anderen ja auch so oder so. Aber Leonie ist jetzt neu in diesem TikTok-Game gewesen. Ich habe geguckt, die hatte, wo ich zu dem Zeitpunkt das erste Video von ihr empfohlen bekommen habe, also unter 100.000, jetzt mittlerweile fast 500.000. Also, da musst du einen Zahn zulegen. Genauso, okay? Also, einfach machen, 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 ackern. Safe. So wie Leonie. Ich krieg immer Probleme. Ich bin wirklich oft freizügig, das weiß ich. Und dann, wenn ich am meisten halt angezogen bin, ist es wegen freizügigen Content gesperrt. Hast du viele Videos von... Du hast gerade gesagt, du hast viele Videos von dir bekommen, ne? Ja, aber ich habe keins rausgenommen, ehrlich. Also, sehr, sehr viele Videos bekommen. Aber Katja, ich mag Katja. Von Anfang an mochte sie schon. So, ich finde auch... Ihre Attitude, beziehungsweise das, was sie rüberbringt, ist sehr, sehr cool, deshalb. Hast du dir keinen Tee geholt? Okay. Okay. Das ist schon von meinem Tee. Nee, danke. Aber ich glaube, er ist nicht hauptverantwortlich. Regel das. Nee, nee. Ich ändere das. So, jetzt hat ja jeder auf einmal Angst, dass er die Videos blockiert. Ja, also müssen wir ihn weiterlassen. Nein, auf keinen Fall. Also ich bin da sehr realistisch. Wenn das heute nicht reichen sollte, dann akzeptiere ich das natürlich. Aber singst du mit Guck mal, das Ding ist, Leute, ich kenne ja Kianis, ne? Bro, du kommst so authentisch und sympathisch rüber. Danke. Andere würden vielleicht denken, okay, er spielt eine Rolle, gerade damit er nett rüberkommt. Leute, Bullshit, du kommst genauso rüber, wie du eigentlich zu deinen Freunden und zu uns allen bist, weißt du? Das ist mir auch sehr wichtig gewesen. Ich wollte von Anfang an wirklich ich sein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht einfach anders denkt, aber das bin ich, wirklich genau das bin ich. Du bist du und die sind die. Hey, weg oder singst du mir deine Gitarre? Ich mache wirklich sehr, sehr lange schon Musik und... Ey, diese Sticker. Ich könnte jetzt auf einige Sticker eingehen, aber machen wir natürlich erstmal nicht. Auch reingesungen schon jetzt und habe so eigene Songs. Achso, ich habe schon gesehen. Eigentlich müsst ihr mich anschauen. Ja, also da sind einige Firmen unter anderem drauf gelistet. Schreibt die mal an, gibt die mal ein paar Placements, okay? Review Tears habe ich vorbereitet von The Weeknd. Really? Bro, also ich sagte Real Talk, dieser Gedanke, dass du überhaupt Weeknd riskiert hast. Leute, überlegt mal Weeknd, ja? Diese Messlatte, was Weeknd angeht. Es gibt, glaube ich, ich habe dir das ja bis jetzt geguckt, aber ich glaube, es gab keinen einzigen, der Weeknd gesungen hat. Und diese Messlatte, die du da erreichen musst, wenn du Weeknds Lieder singst, diese Range, die er unter anderem hat, diese Gefühle, die er da reinsteckt, geisteskrank. Also ich kann euch das so erklären, dass wir, wenn wir eine Tonhöhe haben, wo viele Leute singen, sagen wir mal, viele singen auf La, Weeknd singt auf La. Das, was ich damit sagen möchte, ist, Weeknd
ist von der Tonhöhe her so weit oben, wie nicht, also wirklich ganz, ganz heftiger Sänger. Aber das Lied war es einfach. Es war es einfach. Das ist einer meiner Lieblingssongs. Freut sich voll. Das hat er echt voll auf süß gesagt, so, ne? Das war so richtig nett, wie er das gesagt hat. Und da denke ich mal, hat er schon gedacht, okay, ich hoffe, er macht das richtig. Ja, safe. Aber Weekend ist halt schon echt heftig. Mein Lieblingssänger, ja. Das ist einer deiner Lieblingssongs. Kannst du so singen wie der? Ich gebe mein Bestes. Ich finde, dass keiner im Moment mehr Gefühl hat als er, ja? Danke. Das war auch so ein Moment. Kannst du so singen wie er? Ich wollte nicht sagen ja oder ich wollte nicht sagen nein. Ich wollte nicht unselbstbewusst rüberkommen, aber ich wollte auch nicht wie ein Protzer rüberkommen. Weil Weekend kann man nicht nachsingen. Es ist einfach ein Sänger, geht nicht. Es ist wie bei Michael Jackson. Aber ich wollte sagen, dass ich trotzdem versuche, mein Bestes zu geben und das hat geklappt. Da habe ich Gänsehaut bei dem, ja. Guck mal, wie die gleich alle am Viben sind. Das habe ich halt auch ein bisschen nicht verstanden. So mit dem Kopf erkennen. Ja, wir gehen darauf nochmal genau ein. Oh, yeah. Let's go. Yeah, yeah. Ah. Oha. I run away. Hey, yeah. Leute, dieses I'll make you cry. Wisst ihr, wie schwer das ist? So, und hier will ich das jetzt alle ganz genau gut zuhören. Ich werde den Ton gleich selber nochmal nachsingen. Oh, da bin ich gespannt, Leute. Let's go. Okay. Save your tears for another day. Save your tears from me and you. From me and you. From me and you. Oh yeah, girl. So, ich will jetzt mal ein paar Worte dazu äußern, okay? Also, ich weiß, wie Keanu singt. Und das, was er da gerade performt hat, das war schon krass. Ich fand das richtig gut. Aber das ist nicht mal ansatzweise so, wie du wirklich bist, wenn du nicht nervös bist. Du warst hier unter Adrenalin, du hattest diesen Adrenalinkick. Du hast vor Dieter, Pietro, Katja und Leonie gesungen, so musst du erstmal so reinkommen. Und ich kann mir echt vorstellen, das, was danach noch passiert. Nur erstmal, wenn dieses Eis bei ihm gebrochen ist, daran geht es nochmal richtig ab, Leute. Also, wer das schon jetzt richtig gut fand, der wird, glaube ich, ich bin mir eigentlich sicher, so, ich weiß ja nicht, was alles passieren wird. So, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das nur besser werden kann. So, mach jemand wie Dieter, was gleich auch passieren wird, so, der riecht das, der weiß genau, ungeschliffener Diamant, bam, goldene CD, zack, hat jetzt schon wieder alles vorgespoilert, aber ihr habt das eh alle gesehen. Was hängt mir da am Po runter? Was ist das? Mikrofon. Also. Ja, aufgehört haben. Oh, sorry. Sie haben auch genau zum richtigen Zeitpunkt aufgehört. Das ist das Ding, hat Katja da Dieter nachgemacht, oder? Nee, sie hat ihn nachgemacht, weil sie ihn angeguckt hat und gesagt, gelacht hat, ja. Okay. Ich dachte auch, sie meint wegen mir so, aber nee. Dieser Zeitpunkt, wo du aufgehört hast zu singen, ne? Wie war das für dich? War das so, okay, hattest du dieses Gefühl, oh, es war geil, es war eine richtig geile Performance? Oder hast du schon selber so gesagt, okay, da gab es so einige Töne, die ein bisschen kritisch waren? Also grundsätzlich, Leute, habe ich viel, viel länger gesungen, ne? Also das darf man nicht vergessen. Die müssen das natürlich auch so schneiden, denn können nicht jeden Kandidaten da 2-3 Minuten durchsingen lassen. Ob ihr es wirklich glaubt oder nicht, ich habe komplett bis zum letzten Refrain durchgesungen von diesem Lied. Das heißt, wenn dieses Lied, sage ich mal, 2 Minuten und 40, 30 geht, 30, habe ich ungefähr 2 Minuten durchgesungen. Und da gab es wirklich Stellen, wo ich auch dann ein bisschen lockerer wurde. Ne? Wenn man anfängt zu singen, ist man natürlich nervös, aber dann wird es immer ein bisschen entspannter. Und da gab es wirklich Stellen, wo ich wirklich durchgedreht bin, gesanglich, ne, wo ich wirklich auch zufrieden, confident rüberkam und auch so ein paar coole Töne rausgehauen habe, die leider nicht gezeigt worden sind, aber grundsätzlich... Vor allem bei dem Lied, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, alles gut. Bei dem Lied, da gibt's auch diese Stelle, wo es dann richtig abgeht. Ja. In der Mitte, das genau. Ist ja nicht am Anfang, so direkt in der Mitte geht's dann nochmal ab, wo er sagt, I broke your heart, da geht's dann nochmal so richtig ab. Boah. Also, und wie war diese Stelle? Das haben die irgendwie nicht reingemacht. Richtig leider, geil, oder? Also ich selber, ich fand das so nice. Ich selber dachte wirklich, in dem Moment habe ich die gecatcht mit der Stelle. Ja. Also ach, schade, dass diese Stelle nicht drin ist. Vielleicht kann man irgendwie irgendwann mal die ganze Version sehen, das wäre auch interessant, aber ich denke nicht. Okay, lass mal weitermachen. Mir hätte es nicht so gefallen, sage ich dir ganz ehrlich. Man sieht einfach so diese Trauer in deinem Gesicht, da hast du mir so leid getan, als ich das erste Mal gesehen habe. Direkt Messer in Herz gefühlt. Du hast mich jetzt nicht so damit überzeugt, dass ich sage, finde ich richtig geil. Deswegen wäre es von mir ein Nein. Ach, der arme Junge, guck dir mal an, sein Gesicht. Schwierig. Oh, schwierig. Der Begriff schwierig, so, das hört sich so an, als ob du richtig scheiße warst, weißt du? Ja. Bisschen schade.
Ich find's nicht schlecht. Weiß nicht die beste, weiß nicht das Beste. Ja. Aber ja. Ich bin... Na, du warst echt so... Leute, ich war da so... Da hast du schon gedacht, ist vorbei, ne? Ja, ich glaube, ist vorbei, ja. Der arme Leute. Schade. Band, du musst Gas geben. Hier sind viele Leute, die gut sind. Ja. Damit du auch weiterkommst. Jetzt hast du erstmal ein Ja von mir. Dankeschön. Ich bin eher auf Pedros Seite. Warum, Leonie? Warum machst du so? Warum? Mich hat's auch nicht wirklich gecatcht. Du hast es in meinen Augen okay gesungen, aber hat mich gar nicht berührt. Okay. Deswegen von mir nein. Ja, guck mal, man sieht das einfach, die Traurigkeit. Ich denke mir auch so, abgesehen jetzt von der CD, ja? Ja. Das ist niemals ein Nein gewesen. Also verglichen mit den anderen Kandidaten, wie du Weekend vor allem, du hast dich getraut, Weekend zu singen. Wir lassen mal die goldene CD weg. Es geht jetzt nur um Ja oder Nein. Kommt einfach in die nächste Runde. Darum geht's mir gerade nur. Und ich finde, für die Performance, so wie du meiner Meinung nach die Gefühle rübergebracht hast und du das gesangsmäßig performt hast, ja, Nein ist schon echt unfair, meiner Meinung nach, Leute. Schreibt mal unten in die Kommentare. Findet ihr das auch gerecht? Oh, die waren voll geschockt. Maxi war richtig traurig. Ja, die Nummer ist schwer zu singen. Danke. Ja. Aber du hast es wirklich gut hingebekommen. Man hat da in dem Gesicht... Ja, du siehst einfach diese Hoffnung so. Dieter, du bist meine letzte Hoffnung. Bitte sag doch mal was Cooles. Echt? Echt? Ja, weil die Nummer ist wirklich super schwer. Ich hätte das nie gedacht, dass du es so hinkriegst, wie du es hingekriegt hast, ja. Oh, danke schön. Also vor allem kein Schwein hat die Nummer bisher gesungen. So ein schöner Titel, verdammte Kacke. Ein Ja von Katja, aber Doppelnein von Pietro und Leonie. Mit Dieters Lob ergibt das gleich Start. Jetzt hängt alles davon ab, wen Kian als... Bro, du machst da echt irgendwelche Naruto-Jutsus, ne? Dann, zack, 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 zack. Die Frage ist, wem habe ich als Joker gewählt? Schreib's gerne in die Kommentare, wer weiß. Das haben die, stimmt, das haben die gar nicht gezeigt. Willst du mir kurz verraten, darfst du das? ...als Joker gewählt hat. Die Frage ist eher, wen hast du scheißegal, was die Frage ist. Ich gebe dir wie die Goldene und dann ist die Frage zu Ende. Einmal kurz durchgehen lassen. Was? Oh mein Gott! Stellt euch vor, ich hätte das nicht gefangen. Mit Abstand für mich die schönste Stelle in ganz DSDS. Also wirklich von allen Sachen, die ich gesehen habe. Klar, jetzt wahrscheinlich auch, weil du halt da selber der Betroffene bist, aber allein so, weil halt diese zwei Stimmen Nein gesagt haben und man wirklich gedacht hat, okay, wen hast du genommen? Dieter nimmt dann auf einmal diese goldene CD, schmeißt sie auf dich und ich glaube, niemand hat damit gerechnet. Nicht mal deine Freunde, nicht mal du selber. Er hat perfekt geschmissen, du hast perfekt gefangen. Guck mal bitte meinen Blick an, wie ich das fange. Achte mal bitte auf meinen Blick. Die Frage ist eher, wen scheißegal, was die Frage ist. Das ist auch so, dieses scheißegal, was die Frage ist. So nach dem Motto, ey, seid leise, sagt einfach gar nichts mehr, er kriegt die goldene CD, fertig, es juckt nicht mehr. Geil. Geil, Dieter! Wichtig! Ich gebe dir wie die goldene und dann ist die Frage zu was? Ende. Was? Ey, das ist einfach... Was? Reflexe, Dieter. Gerne, ist es Reflex. Oh mein Gott! Deine Augen auf einmal Anime-Augen geworden, so richtig 5 Meter breit. Kennt ihr das, wenn Katzen verspielt sind und ihre Augen so groß werden? Das war bei mir auch so. Das war gerade echt so. Was? Niemals! Ja, warum nicht? Oh mein Gott! Leute, so ich mag jeden in der Jury. Ne, ehrlich, jeder, der da sitzt, hat seine Ahnung, seine Fachkenntnisse. Ist in jedem... was er tut, einfach gut. Ne? Wir haben hier wirklich 4 sehr, sehr ahnungsvolle Menschen sitzen. Ist einfach so ein Fakt. Und ich bin auch keiner, der jetzt darüber grübelt und beziehungsweise dann jetzt irgendwie darüber diskutiert, dass Pietro und Leonie da Nein gesagt haben. Und ich bin der Meinung, man sollte sowas immer akzeptieren. Und gerade ich, ne? Ich kriege ja eine Bewertung ab. Ich will darüber meine Meinung gar nicht ändern. So, ich bedanke mich trotzdem für die Kritik, die sie mir gegeben haben. Aber Dieter Bohlen ist für mich halt wirklich schon, weil ich gucke DSDS, seitdem ich klein bin, und Dieter Bohlen ist einfach für mich so, er ist DSDS. Und wenn du wirklich an dem Tag, so, es ist die Jubiläumsstaffel und die Ehre erhältst, von ihm die CD zu bekommen, von so vielen Kandidaten, Leute, ich weiß nicht, wie viele haben sich da beworben, übertrieben viele, mehrere tausend,
Und du bist der Einzige, der diese goldene CD bekommt. Sein Favorit. Du hast diese CD von Dieter. Es geht einfach nicht besser. Weißt du, Recall-Zettel hin oder her. Klar, ist schon geil, wenn du in die nächste Runde reinkommst. Aber dass du diese CD vom Pop-Titan hast. Du hast das Heftigste schon erreicht. Es ist egal, wie weit du jetzt kommen solltest. Alle drücken dir die Daumen. Aber du hast schon diesen Meilenstein. Diesen Meilenstein kann dir niemand nehmen. Diesen Meilenstein, der ist einzigartig. Den kann dir niemand nehmen. Und deshalb, mein Junge, ich bin stolz auf dich. Oh! Ja. Ja. Oh, was ist denn? Oh, mein Gott! Dankeschön! Wow! Ob er das wieder sagt, Macher. Er hat Macher gesagt? Dina sagt so, Macher. Gott, niemals! Willkommen bei den Stars! Danke, krass. Ich glaube, die denken sich, scheiße, warum haben wir Nein gesagt? Voll gespannt, ich würde voll gerne mal so deren Meinung darüber hören. Oh Mann, ich glaube wirklich, die denken sich, oh, scheiße, warum haben wir jetzt Nein gesagt? Die hat die goldene CD rausgehauen. War das jetzt echt so gut? Okay. Ich pack dir schon, trainier noch ein bisschen. Let's go! Du bist einer der wenigen, der Oberkörper frei singen kann. Dankeschön, wir sehen uns. Nimm dir trotzdem einen Zettel, ach so. Oder? Ich wann Fitness? Morgen. Weiß nicht. Oh mein Gott! Danke euch wirklich. Yeah! Ja, alles Leute, gut. Muss ich ganz kurz zu dieser Szene was sagen. Das ist sehr wichtig auch, dass du das mal erfährst. Der ganze Raum, also wirklich, was für der Raum, dieses ganze Gebäude, wo wir waren, ne? Ihr müsst euch vorstellen, daneben ist eine Treppe, die führt hoch und da oben standen alle, also alle Menschen standen da. Alle meinten auch, man hat uns von überall gehört. Also der ganze Laden, sage ich mal, war am Durchdrehen. Und als ich dann diese Treppe hochgegangen bin, man sieht das gleich. In dem Moment, ja, nicht real, es ist einfach passiert so, ne? Gefühl, und dann, so ein bisschen von Weekend. Noch das von ihm zu hören? Wenn ihr jetzt hier, in dem Moment, als ich hier hochgekommen bin, haben wirklich, also ich bin hochgekommen und dann schreit einer vom Team, hier ist Dieter Bohens goldene CD und ich sehe einfach nur alle da stehen, aufdrehen, durchschreien und ich komme da rein. Das war wirklich das erste Mal, dass ich mich wirklich wie ein Star gefühlt habe und einfach diese größte Ehre in der Hand zu halten und ich saß ja dann noch ein paar Stunden noch da, bevor ich gehen konnte und Leute, wirklich jeder ist zu mir gekommen, jeder, einfach auch alle anderen Kandidaten, wirklich nochmal, wirklich Kuss an alle da draußen, jeder von denen hat es auch natürlich verdient und die sind zu mir gekommen und so, ey, geil, haben mir die Hand gegeben, Hammer, freue mich für dich. Und das ist einfach was Schönes. Er hat ihm dieses Gefühl, so ein bisschen von Weekend wenigstens. Wenn er allein, jetzt, wenn er schon sagt, ein bisschen, das ist schon so eine Ehre, ne? Und das war nicht mein ganzes Potenzial. So, das habe ich ja auch vorhin gesagt, das ist nicht mal ansatzweise, was er drauf hat. Du warst zu sehr unter Adrenalin, du warst aufgeregt. Nicht in die Live-Show kommt, dann kommt er nicht in die Live-Shows, ja? Aber er kommt in die Live-Shows. Da bin ich gespannt, Dieter. Ich war das ehrlich, du bist der Beste, dankeschön. Danke. Wow, die Goldmedaille des... Wow, oh, geile Klamotten hast du da an. Sieht stylisch aus. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, Freunde, falls ihr weitere Reaktionen haben wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, Mocke, Instagram abchecken. Vielleicht bin ich ja das nächste Mal wieder dabei. Dafür müsst ihr aber natürlich hier am Start sein, Freunde. Ballert, hätt den Like-Button, ich freue mich. Hat richtig Spaß gemacht. Haut rein, Freunde. Und bin echt gespannt, wenn ihr weitere solche Reaktionen, so Real-Life-Reaktionen haben wollt. Normalerweise machen wir das ja eigentlich auf Gameplay-Videos, aber wenn ihr so Real-Life-Reaktionen haben wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Haut rein, wir sehen uns. Peace.